Ja, ich möchte euch einfach ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Wir leben ja gerade in sehr stürmischen Zeiten und ich habe gedacht, ich möchte so ein paar Gedanken mit euch teilen, wie wir Business bauen können in stürmischen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie beschäftigt es einen ja schon sehr, was gerade so abgeht in der Welt, eigentlich die letzten 2 Jahre. Viele von euch haben ja während der Pandemie überhaupt angefangen mit dem Business. Also ihr seid eigentlich voll hart gesotten. Aber trotzdem denke ich, kommen immer wieder Zweifel hoch. Die Frage, darf ich das überhaupt? Wie kann ich jetzt jemandem was verkaufen, wenn es doch gerade vielen Leuten einfach auch schlecht geht? Habe ich Erlaubnis dafür, mein Business zu bauen und erfolgreich zu sein in Zeiten wie diesen? Und ich, wenn du solche Fragen hast und solche Sorgen oder ja, Zweifel, möchte ich dich ermutigen zu gucken, was ist denn da die Wurzel davon? Weil das, was aktuell in der Welt passiert, triggert ja jeweils irgendwas in uns. Wir sind ja jetzt nicht direkt betroffen von dem, was zum Beispiel in der Ukraine passiert, aber trotzdem löst das in uns irgendwas aus. Jeder reagiert anders darauf. Und so ist es ja mit vielen Dingen, die uns im Laufe des Lebens begegnen, die vielleicht gar nicht direkt was mit uns zu tun haben, aber trotzdem irgendwas in uns auslösen. Und es ist immer ein guter Zeitpunkt zu gucken, was triggert es in mir und warum triggert es das in mir? Also das ist es wirklich wert, mal nachzugehen und zu gucken, was ist denn die Wurzel von meinen Emotionen? Warum reagiere ich gerade so darauf? Das ist total spannend. Und da dürfen wir auch ansetzen, weil wenn wir Ordnung in unsere Gedanken bringen, bringen wir auch Ordnung in unser Business. Wenn das ist egal, wie wir oder in welchen Umständen wir unser Business bauen, wenn wir merken, im Business ist irgendwie Unordnung und Unfrieden, dann lohnt es sich zu gucken, ist bei mir Frieden, ist in meinem Herzen Frieden, ist in meinen Gedanken Ordnung. Weil wenn es da hapert, dann wird es im Business auch hapern. Deswegen ganz wichtig, bring Ordnung in deine Gedanken, dann kommt auch Ordnung in dein Business. Und dann möchte ich dir einfach so ein paar Impulse mitgeben, wie du in diesen stürmischen Zeiten Business bauen kannst und erfolgreich Business bauen kannst, egal was um uns herum passiert. Das Erste, was, und ich predige hier auch zu mir selber und ich rede zu mir selber, weil ich merke auch, dass das einfach was mit mir macht gerade. Und das, was ich jetzt weitergebe, ist auch echt was, was ich selber versuche umzusetzen. Es ist nicht so, dass ich das alles schon kapiert habe und bei mir läuft der Laden. Also ihr wisst eh, wir sind ja alle auf einem Weg. Zum einen limitiere den Nachrichtenintake. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir aufpassen, was und wie viel wir konsumieren an einem Tag. Weil gerade durch Social Media, man kommt ja gar nicht mehr in Instagram rein, ohne dass man erstmal bombardiert wird mit Videos und Fotos und Meinungen und was nicht alles. Sei weise, stell Accounts auf stumm, lösch sie, entfolge, was immer es braucht, damit in deinem Herzen Frieden herrscht. Weil es ist so wichtig, dass wir diesen Frieden bewahren in unseren Herzen, dass wir den nicht uns rauben lassen. Und da ist es dann auch okay, jemanden zu entfolgen oder einen Account auf stumm zu stellen oder mal eine Woche überhaupt keine Nachrichten zu hören. Ja, wir sind deswegen interessiert an den Dingen, die in der Welt passieren. Sei da echt konsequent. Das Zweite, ganz klar beten, wenn dir der christliche Glaube nahe ist, oder meditiere, komm zur Ruhe, finde deinen Atem, nimm dir Zeit am Tag. Und wenn es nur 5 Minuten sind, aber mach diese 5 Minuten täglich, dass du wirklich zur Ruhe kommst und diesen Frieden findest. Ja, ich glaube, mein Friede ist bei Jesus und dann suche ich Jesus in meinem Alltag und versuche da runterzukommen. Und mich nicht irritieren zu lassen von all dem, was um mich herum ist. Und ich merke, wenn ich in diesem Frieden ankomme, dann ist auch Frieden in meinem Business. Also wieder so dieser Punkt, es fängt bei mir in meinem Herzen an. Dann tu dir was Gutes, sorg für dich, pflege deine Seele, nimm dir diese paar Atemzüge mit einem Öl, schließ dich mal in einem Zimmer ein, damit du ein paar Minuten Ruhe hast. Echt. Geh dem nach ganz konsequent. Ich weiß, wie das ist, wenn der Alltag über einen hinwegrollt. Jeder will was von einem.
10.000 Herausforderungen und dann jetzt eben ja noch on top die Weltgeschehnisse. Das ist so überwältigend. Das ist einfach überwältigend. Und wir dürfen uns jetzt zugestehen, dass es uns da einfach auch schlecht gehen darf. Ja, wir müssen jetzt hier nicht so tun, als wäre alles in Butter. Das darf auch echt einem mal dreckig gehen. Aber versuch dem entgegenzuwirken, indem du dir Gutes tust. Das ist auch wieder so simpel. Wir vergessen, gerade wir Christen vergessen das ganz gerne, wenn Jesus von der Nächstenliebe spricht, die fängt bei uns an. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns nicht lieben, können wir unseren Nächsten nicht lieben. Es ist so wichtig, dass wir in uns investieren und bei uns bleiben und uns Gutes tun. Und da haben wir mit den Ölen natürlich ein so wunderbares Tool in der Hand. Dankbarkeit ist mein nächster Impuls. Schreib dir auf, für was du dankbar bist. Und das können ganz kleine Dinge sein, dass du atmen kannst, ja, dass Luft deine Lungen füllt, dass die Sonne scheint, dass du einen warmen Kaffee in der Früh trinken kannst, dass die Nacht gut war, was auch immer, so Kleinigkeiten, dass wir auch wieder total, das ist überhaupt unser Thema, Achtsamkeit. Wie gehe ich denn durch den Tag? Wenn ich durch den Tag haste und überhaupt nicht zur Ruhe komme, dann ist auch in meinem Business kein Frieden. Ja, dann ist mein Business auch Hast. Und das spiegelt sich einfach wieder, so wie wir für uns selber da sind und für uns selber sorgen, wird auch unser Business geprägt sein. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir dankbare Herzen kultivieren in dieser Zeit. Das ist der nächste Punkt, ist etwas, was ich auch im E-Mail-Business-Kurs und auch im Leadership-Training anspreche. Wie wir über unser Business reden und denken, hat enorme Auswirkungen. Das heißt, spreche Gutes über dein Business aus, spreche Leben, Worte des Lebens über dein Business aus. Überleg dir ein, zwei Sätze, die du ruhig jeden Tag sagst. Mein Business wird wachsen. Mein Business ist fruchtbar. Mein Business segnet andere. Was immer dir wichtig ist, sprech das aus und geh nicht diesen Weg runter von, oh, jetzt will doch sowieso keiner ein Starter-Set und wer hat jetzt noch den Kopf frei für einen Zoom-Call oder da interessiert sich doch keiner gerade für oder was bringt meine Öle, was bringt es schon jemanden? Genau das Gegenteil. Ich glaube, dass wir gerade mit unserer Business-Idee oder mit unserem Business mit den Ölen gerade etwas beizutragen haben zu diesen Situationen, in denen so viele Menschen gerade stehen, die einfach überwältigt sind mit Sorge oder mit Ängsten. Und wenn wir dann erzählen können, hey, wenn es mir nicht gut geht, dann nehme ich mir ein Lavendelöl, inhaliere das und ich merke wirklich, wie Frieden kommt oder wie ich runterkomme, das kann ich mit einer Gesichtscreme jetzt nicht unbedingt sagen. Dass, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben wirklich einzigartige Produkte, die so, so gut in diese Zeit passen. Der nächste Punkt, erinnere dich an deine Ziele. Es ist so einfach, wenn die Wellen hochschlagen und vieles anders läuft, als wir uns das erhofft haben oder gedacht haben. Wir haben ja jetzt auch gedacht, jetzt geht das langsam mal zu Ende mit der Pandemie. Jetzt ist das nächste. Ja, hört das überhaupt jemals wieder auf? Diese Gedanken kennt ihr bestimmt. Wie wichtig ist es, dass wir zielgerichtete Menschen sind, zielgerichtete Frauen, die genau wissen, wo sie hinwollen und die sich durch nichts und niemanden davon abbringen lassen. Es ist wichtiger denn je, dass wir unsere Ziele für uns klar definiert haben, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Und das gilt jetzt nicht nur fürs Business, das gilt für unser ganzes Leben. Wenn wir keine Ziele haben, wenn wir keinen Fokus haben, dann sind wir wie so eine Nussschale im Meer, die hin und her gebeutelt wird von den Stürmen der Zeit und absolut ziellos. Aber wir brauchen ein Ziel, wir brauchen klare Koordinaten, damit wir wissen, wo wir hinfahren, hingehen wollen. Also falls du das noch nicht gemacht hast, beschäftige dich mit deinen Zielen oder wenn du schon Ziele hast, beschäftige dich nochmal damit, verfeinere sie, arbeite damit. Es ist wirklich wie so ein Kneten, so ein damit arbeiten. Judith, ich muss an dich denken, in der Bäckerei, wenn man so Teig knetet und ihn vorbereitet, damit er wirklich gut wird und alle Inhaltsstoffe gut verbunden werden miteinander. Das ist so ein Arbeiten mit unseren Zielen. Das ist nichts Statisches. Das ist was wirklich bearbeitet werden darf.
Der nächste Punkt geht so ein bisschen in Hand mit Dankbarkeit und tu dir was Gutes. Setze die Öle gezielt ein für dich ganz persönlich. Ich kenne das bei mir auch, dass die Öle oder dass ich in Gefahr laufe, manchmal die Öle einfach nur als ein Business-Teil zu sehen, weil damit mache ich ja Business, das empfehle ich, da rede ich drüber und vergesse manchmal, hoppla, das ist ja was für mich persönlich, das kann ich ja für mich einsetzen, das kann mir helfen und tatsächlich soll es mir erstmal helfen, bevor ich es jemand anderem empfehle. Umso authentischer ist es natürlich, weil ich eine Erfolgsgeschichte habe, ich kann davon berichten, wie ich es mache, aber umso mehr kannst du dahinter stehen, weil du einfach aktiv damit im Alltag arbeitest. Also überleg dir, welche Öle willst du in diesen Zeiten ganz konkret für dich einsetzen, für dein Business, für die Zielsetzung, für deine persönliche Wellness, für deine Seelenpflege. Überleg dir das ganz gut. Teile deine Erfahrungen mit anderen. Ganz klar, da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal das angedeutet, dass wenn sich Zweifel einschleichen in dieser Zeit, du hast gerade nichts zu geben oder dir will sowieso keiner zuhören oder was bringt das schon, wenn ich jetzt über Lavendelöl rede? Wen interessiert das? Weit gefehlt. Ich glaube, die Menschen sehnen sich nach praktischen Tools, wie sie durch schwierige Zeiten kommen können, durch Krisen kommen können. Ich war letzte Woche im Gottesdienst und da wurde ein Dienst vorgestellt von einer Frau, die hat die gerade erst gegründet und die spezialisiert sich darauf, zu Firmen zu gehen, Büros zu gehen, um Hilfe anzubieten, um besser auf Krisen vorbereitet zu sein. Ja, durch die Pandemie sind so viele Unternehmen da reingeschlittert, die wussten gar nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist. Und die hat jetzt ein Konzept entwickelt, wo sie Unternehmer oder größeren Firmen hilft, also gut vorbereitet in Krisen hineinzugehen. Und das ist das, was Menschen gerade brauchen. Die brauchen Tools, die brauchen schlaue Strategien, um gut durch Krisen zu kommen. Weil wir waren so vom Wohlstand und Frieden verwöhnt, dass wir im Westen gar nicht mehr wussten, wie gehe ich denn mit Krisen um. Ja, wir waren ja eigentlich, uns ging es ja gut. Und diese Wucht, die da gerade auch über den Westen hereinbricht gerade, ist für viele komplett überwältigend. Und dann Tools zu haben, schlaue Lösungsansätze, Frauen, die wissen, wo sie hinwollen, das zieht an. Das wird Leute anziehen und das wird Leute auch aufmerksam machen auf das, was wir haben. Ich persönlich glaube sowieso, mein Glaube an Jesus ist ein fester Fels in dieser Zeit und es wird Leute anziehen. Darüber hinaus haben wir wunderbare Tools, die Menschen einsetzen können, egal ob sie jetzt dem Glauben nahestehen oder nicht, um zur Ruhe zu kommen, um wieder in Kontakt zu kommen mit sich selber, Frieden zu finden. Also du hast was zu geben in dieser Zeit. Lege dir ein sicheres Fundament in unsicheren Zeiten. Das hat wieder mit Zielsetzung zu tun. Ich glaube ganz, ganz fest, dass jetzt eine Zeit ist, um zu bauen, ein Business zu bauen, ein festes Fundament zu legen. Und es ist erstmal zweitrangig, wie die Umstände ausschauen. Lass dich nicht beirren. Bleib dran. Bau dieses feste Fundament, weil, und es bringt mich zu meinem nächsten Punkt, ich glaube, dass durch das, was du jetzt baust, in Zukunft Ressourcen freigesetzt werden können, um in eventuellen Krisen anderen helfen zu können. Stell dir das mal vor, wenn dein Business wächst und du guten Umsatz machst und du mit einem Mal Ressourcen hast, auch finanziell, um anderen helfen zu können, mehr als du es vielleicht jetzt kannst. Lasst uns wirklich als Bloom Community, Bloom Academy, zukunftsgerichtet bauen, damit wir in Zukunft anderen helfen, mehr helfen können als jetzt vielleicht, dass uns möglich ist. Lass uns wirklich Frauen sein, die Lösungsansätze haben, wo andere nur Fragezeichen im Kopf haben. Lasst uns Frauen sein, die erfolgreich sind, erfolgreiche Unternehmerinnen, erfolgreiche Businessfrauen, die einen
einen Ressourcenpool ansammeln, wo andere einmal profitieren werden davon. Vieles siehst du jetzt vielleicht noch nicht. Ich sehe vieles von meinen Zielen auch gerade noch nicht. Aber ich bin sowas von entschlossen, da dran zu bleiben, weil ich weiß, dass das ein Schlüssel sein wird, in Zukunft anderen helfen zu können. Also nimm dir das wirklich, das hat wieder mit Vision und Zielsetzung zu tun. Nimm dir das vor, mal dir das richtig aus. Was wäre, wenn? Was könnte ich machen, wenn? Lasst uns einfach nicht überrollt und überwältigt werden von dem, was gerade abgeht und den Kopf in den Sand stecken, sondern lasst uns echt sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich bleibe da dran, ich baue das, weil ich weiß, was da für unglaubliche Möglichkeiten dahinter stecken in der Zukunft. Und damit gehen wir gegen den Strom, weil ich glaube, die menschliche Reaktion in Krisenzeiten ist tatsächlich, den Kopf in den Sand zu stecken, zu hoffen, so Augen zu, irgendwann ist es bestimmt vorbei. Ich versuche mich gar nicht anzupassen, also auch irgendwie so eine Schockstarre. Und wenn wir als Bloom Academy und du ganz individuell mit deinem Business kreative Lösungsansätze suchst, die überlegst, wie kann ich gerade jetzt die Öle an den Mann bringen oder an die Frau bringen? Wie kann ich kreativ mein Business bauen in dieser Zeit? Da gehst du gegen den Strom und das wirst du auch merken, weil einfach die Atmosphäre in der Gesellschaft gerade eher so bedrückend ist und eigentlich gar nicht hoffnungsvoll oder zuversichtlich. Aber was für ein Licht kannst du sein mit deinem Business und natürlich darüber hinaus, wenn du sagst, ich habe Hoffnung für die Zukunft, ich baue an etwas, was wunderbar groß sein wird, was anderen Hoffnung bringen wird, was Segen freisetzen wird in dieser Welt. Wie wunderbar wird es sein? Und damit bringst du Hoffnung und Licht zu anderen. Ganz automatisch. Einfach nur, weil du jeden Tag deine Arbeit machst, weil du jeden Tag dich auf Social Media zeigst oder wo auch immer du dein Business baust, weil du dich nicht unterkriegen lässt, weil du einfach mutig vorangehst. Und solche Frauen braucht die Welt. Und solche Männer natürlich auch. Aber wir sind gerade nur Frauen, deswegen sage ich, solche Frauen braucht die Welt. Frauen, die leuchten, die keine Angst haben, die zuversichtlich vorangehen und die unbeirrt an ihren Zielen festhalten. Ich möchte noch einen Gedanken abschließend sagen, dass schwierige Umstände dein Business schärfen und tragfähig machen für die Zukunft. Schwierige Umstände sind erstmal nichts Schlechtes. Die können dein Business tragfähiger machen, deine Ziele verfeinern und schärfen und sie können dich stärken. Ja, lass nicht zu, dass die aktuellen Umstände oder was auch immer auch im privaten Bereich sich manchmal in den Weg stellt von unseren Zielen. Lass nicht zu, dass dich das aus der Bahn wirft. Bleib auf deiner Schiene. Fixier deine Augen auf das Ziel und bleib dran. Und ich glaube, dass wir Großes sehen werden. Wir werden Wunderbares erleben, auch zusammen als Academy. Und jetzt ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt ist die Zeit, aktiv nach vorne zu gehen, sich nicht beirren zu lassen und eben mit diesem Motto, jetzt erst recht.